MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Wir sind ein bisschen langsam unterwegs, das muss man sagen. Aber nur ein bisschen. So, Einkommen. Wow, 10.000. Dankeschön. So haben wir bald die Kosten... Ah, ist im Level aufgestiegen. Cool. So haben wir dann bald die Kosten eingeholt, die wir bezahlt haben zum Aufrüsten von dem Scania. Die mussten ja auch wieder eingespielt werden. Und so haben wir die bald eingeholt. Auf jeden Fall. Ist wie ein Glücksspiel. Entweder fährst du 70 oder 69. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Das ist so ein krasser Unterschied. Oh, 70. Ja, wir werden schneller. Hütet euch vor dem Blitz. Geil. Wir gehen gleich mal im Shop gucken. Gucken, ob es da irgendwas mit Schneeketten gibt, dass wir normal vorwärts kommen. Weil das ist natürlich ein Tempo, was ich nicht nachvollziehen kann. Also nicht hinnehmen kann, so rum. Weil wir fahren nur noch 70 km/h, Leute, ne? Also das ist ein bisschen zu wenig, um Auftrag zu fahren. Jetzt bei dem, den wir fahren, ist das egal. Wir haben 12 Stunden Zeit noch zum Abliefern. Aber beim nächsten Auftrag vielleicht nicht. Wie? Ferenc konnte keinen Auftrag finden und musste ohne Lieferung zurückkehren. Was das? Da war ein Scheiß-Mitarbeiter, oder? Ja, was kostet's? Ach, 193 Euro, das geht. Das ist ja noch in Ordnung. Oh, feier. Das wird jetzt eine Tortur. Aha, wir kommen doch hoch. Ich hatte meine Zweifel. Aber sie wurden nicht bestätigt, das ist immer gut. So. Ich habe den Gang nicht gefunden. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Ah, wir fahren durch Paris. Ist das schön. Ist ja nicht so, dass wir da schon mal waren, ne? Vor kurzem. Huch, also die Bremse funktioniert aber sehr gut im Schnee. Aber da ist eine Werkstatt, da fahren wir ganz kurz rein. Lecco mio, hä, ist das anstrengend mit dem Schneemod zu fahren, ich sag's euch. Aber es ist geil. Und, wie gesagt... Wir kommen nicht so flott voran. Das fehlt so ein bisschen. Für die Innenstadt reicht's, aber... Nicht für die Autobahn. So. Ausrüstung. Gibt's da irgendwas für die Reifen oder so? Ich weiß es ja nicht. Okay, es gibt nicht wirklich was dafür, schade. Es gibt aber Michelin-Reifen. Die nehmen wir natürlich. Michelin-Reifen sind sehr gut. Ich kenne die gar nicht, 3D. Hm.
Naja, hört sich auf jeden Fall nicht verkehrt an. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, innen dürfte ja keine Änderungen vorhanden sein, ne? Nö. Okay. So, einmal neue Reifen. Einmal kurz kleine Verschleißteile austauschen. Wie machen wir's? Ich weiß nicht, ob die Reifen jetzt besser sind oder schlechter. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Auswirkung hat. Ich gehe mal von einem klaren Nein aus, aber das stellt sich jetzt während der Fahrt erst fest, ne? Von daher halte ich mich noch entschlossen, verschlossen, entschlossen, genau. Boah, ist das eine krasse Farbe hier von dem Trailer. Knallrot leuchtend. Was ist das denn? Ist doch ein Fehler, oder? Schaut mal in den Rückspiegel. Das ist ja brutal. War auf jeden Fall ein Bug. Hat mit dem Wintermod jede Menge zu tun. Oh, 12.000 hat Leaski oder so, heißt die Person. Keine Ahnung. Zusammengefahren. Anscheinend bringen die Reifen auf jeden Fall was. Wir fahren bergauf, fahren jetzt schon 81 km/h. Also ein wenig bringt es auf jeden Fall was. Ein wenig bringt es auf jeden Fall was. So. Nee, stimmt irgendwas nicht. So, wunderbar. Die Reifen funktionieren, das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Also scheinen die Reifen dafür gut zu sein. Teure Reifen, bessere Geschwindigkeit. Anscheinend. Bin mir da noch nicht ganz sicher, aber ich gehe stark davon aus. Nicht, dass das Ding jetzt Schneeketten hätte, das hat es nämlich nicht. Naja, mal abwarten, wie der Straßenverlauf noch so ist, beziehungsweise der Verkehrsverlauf im Gesamten. Holla, ja, ganz ruhig. So, haben wir hinbekommen. Puh, ich dachte schon, ich würde jetzt das Parkschild mitnehmen und sagen, so, Feierabend, jetzt ist vorbei. Aber habe ich nicht. Einkommen 9.355 von William. William ist ein Level aufgestiegen. Ist aber schön. Freut mich für William. Was ist jetzt los? Es fehlt uns Power oder so? Oder geht's wieder ein Stück bergauf? Man sieht's ja so schlecht. Ja, es geht ein Stück bergauf, okay. Ich bleibe im 11. Gang, das passt schon. Weil gleich geht's ja eh wieder ein Stück bergab. Hier vorne das kleine Stück. Da beschleunigen wir wieder gut genug, dass der 11. Gang perfekt für diese Fahrt ist. Ja, man muss halt jetzt mit dem Wintermod ein bisschen mehr planen, dass man nicht zu schwere Ladungen fährt. Oder schwere Ladung und wie jetzt sehr viel Zeit zum Liefern hat. Das geht auch noch gut. Boah, das ist doch eine Blendung übertrieben überhaupt. Wow, 87 km/h, Leute. Ich bin begeistert. Wir fahren schneller als andere wieder. Auch wenn die Schneeketten haben. Das sieht cool aus mit den Schneeketten. Auf den LKW. Seht ihr das rechts? Die haben sowas. Ich habe sowas nicht. Oh, hier ist auch noch eine Straßenverengung. Ich hoffe einfach nur, dass mir keiner vorrein fährt und alle schnell genug sind. Ne, sind sie nämlich nicht. Das ist meine Vermutung nämlich auch gewesen. Ach, scheiße.
Scheiße. Uff. Lecco mio, hä? Oh, das war knapp. Ja, jetzt sind wir natürlich im tiefsten Russland. Russland, Polen, meine ich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, zu überholen. Aber ich sehe kein anderes Licht da vorne. Von daher gehe ich davon aus, dass die Idee nicht schlecht ist. Auch schön die Felder hier, alles zugefroren und ja, einfach mit Schnee bedeckt. Das sieht so schön aus. Okay, jetzt, ja, super. Das ist natürlich eine Scheißposition hier wieder. Oh mein Gott. Dankeschön, wir hatten nämlich Vorfahrt. Ja, das ist natürlich jetzt miese, weil wir hatten so eine schöne Geschwindigkeit aufgenommen. Es ist so schwer im Wintermod Geschwindigkeit zu bekommen, weil es einfach länger dauert. Oh Sam, da braucht keiner Licht. Huch. Schau mal, ich mach das Licht aus, Leute. Ihr seht alles, ne? Das ist der Hammer. So, was steht da auf dem Schild? Irgendwas mit Europa? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Aber immerhin, wir haben keinen Schaden bekommen. Bis jetzt. Oh, bergab. Das nutzen wir aus. Vollgas. Dass wir nochmal Schwung haben für die letzten paar tausend Meter, die wir fahren müssen. Na, 228 Kilometer müssen wir noch. Wir haben grün, wofür? Ach, scheiße. Muss das sein? Muss das sein? Mann. Das ist miese. Das ist echt kacke. Oh, wei, wei, wei. Vielleicht kommen wir im achten Gang besser hoch. Na, zumindest halten wir die Geschwindigkeit. Oh wei, da vorne die Steigung. Stau in Polen aufgrund eines LKW-Fahrers, der nicht den Berg hochkommt, kommt es zu Stau 15 Kilometer. Er hängt fest. Wenn das jetzt passiert und wir kommen hier nicht hoch, haben wir ein Problem. Oh, weia. Na los, komm. Noch ein Gang tiefer ist zu schwach. Zu viel. Zu tief, meine ich. Aha. Wir haben es geschafft. Hätte ich nicht mit gerechnet. Wäre ich fast irgendwo wieder reingefahren. Ich hab's kommen sehen, aber ich hab's gelassen. Aber Leute, wie es weitergeht hier im ETS, hier mit Schneemod. Ich versuche zu parken, ohne in die Lücke da reinzufahren. Das wäre nämlich Selbstmord, da kämen wir nämlich nie mehr raus. Kommen die anderen vorbei? Ja, kommen sie. Wunderbar. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski und ein frohes. Komm, da kommt jeder vorbei, dann kommst du auch da vorbei.
Bis dahin und ein frohes Fest noch euch allen. Nikolaus war's schon, aber egal. Bis dann, Tschüssikowski.